Moin, liebe Zuschauer aus der Weser-Ems-Halle hier in Oldenburg. Die Regionalkonferenz der SPD ist kurz vor dem Beginn. Neben mir sitzt Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD. Und moin, Herr Klingbeil. Grüß Sie, hallo. Sie hätten auch da vorne gleich stehen können und sich um den SPD-Parteivorsitz bewerben können. Warum haben Sie es nicht getan und bereuen Sie es eigentlich ein bisschen, nicht auch da vorne gleich mit in den Ring zu gehen? Also ich stehe ja gleich sogar da vorne als Generalsekretär. Ich darf am Anfang ein paar Sätze sagen. Also ich habe, glaube ich, eine sehr verantwortungsvolle Rolle in der SPD. Ich bin ja so ein bisschen auch derjenige, der dieses Verfahren mit auf den Weg gebracht hat. Und natürlich habe ich überlegt, ob ich auch kandidiere. Warum haben Sie es nicht getan? Ich habe dann gemerkt, dass die Konstellation, die ich mir gewünscht hätte, die hat es nicht gegeben, die hat nicht funktioniert. Und für mich gab es Prinzipien. Ich wusste immer genau, mit wem ich antreten will. Und wenn das nicht funktioniert, dann habe ich gesagt, dann mache ich das eben nicht. Und jetzt stehen andere spannende Leute auf der Bühne. Und das wird sicherlich eine sehr gute, unterhaltsame, auch interessante Veranstaltung für die Mitglieder hier. Mit wem wären Sie denn eigentlich gerne angetreten? Über Gespräche, die man vertraulich führt, plaudere ich in der Regel nicht. Und da werde ich mich weiter dran halten. Sie sind doch unter uns. Ja, genau. Na gut. Die SPD hatte zuletzt 7,7% bei der Landtagswahl in Sachsen. Ist diese Partei eigentlich überhaupt noch zu retten? Ja, definitiv. Also das Wahlergebnis in Sachsen war bitter. Aber wir hatten ja zeitgleich auch die Wahl in Brandenburg, wo wir so einen Schlussspurt hingelegt haben, Dietmar Woidke und die SPD in Brandenburg. Also 10 Prozentpunkte in 3 Wochen aufgeholt, also mit einem klaren Kurs, mit einer klaren Positionierung. Ein super Ministerpräsident, der auf dem Platz war, der mit den Leuten geredet hat. Ich muss hier nur nach Niedersachsen gucken, wo wir auch mit Stefan Beil nach der Bundestagswahl die Landtagswahl noch sehr deutlich gewonnen haben. Also es gibt Erfolge in der SPD, davon könnten wir mehr haben. Aber wenn man so einen Landesverband hat wie in Niedersachsen oder auch in Brandenburg, wo man sehr dicht an den Alltagsproblemen der Menschen ist, wo man eine klare Führung hat, wo man gut aufgestellt ist, dann gewinnt man auch Wahlen. Und das ist das, was ich mir wünsche. Also wenn die SPD ein bisschen von Niedersachsen lernen würde, dann tut das der ganzen Partei gut. Also wir brauchen die SPD noch nicht zu Grabe zu tragen? Nein, definitiv nicht. Also da bin ich mir ganz sicher, es kommen wieder andere Zeiten für die SPD und ich habe auch eine Vorstellung, wie das sein kann. Klarer Kurs, klare Linie, optimistische Haltung, über die Themen reden, die die Menschen interessieren und dann wird es wieder besser. 7 Duos, also 14 Leute und ein Einzelbewerber werden wir gleich vorne auf der Bühne erleben. Wer aus Ihrer Sicht würde es denn am besten können? Da muss ich sagen, nach einer ganzen Reihe von Regionalkonferenzen, bei denen ich jetzt dabei bin, es gibt keinen Favoriten. Also es gibt mal da Applaus, mal denkt man so, jetzt gewinnt der, weil das die eigene Region ist und da kriegt er ganz viel Unterstützung. Passiert aber auch nicht. Also das Publikum setzt immer wieder Überraschungen. Es kommt jeden Tag auf die Performance an. Ich selbst bin neutral, ich organisiere das Verfahren. Ich habe ganz bewusst gesagt, ich gebe da keine Empfehlung ab, ich halte mich da raus. Aber ich würde heute nicht wetten, wer gewinnt. Also es ist wirklich ein offenes Rennen und das macht mich auch so stolz, dass die Mitglieder wirklich das Sagen haben und nicht irgendwer, der irgendwo im Hinterzimmer sitzt und irgendwie entscheidet. Sie kommen ja nun aus Niedersachsen, hier aus dem Heidekreis. Da müssten Sie doch eigentlich sagen, am liebsten wäre mir, wenn der Pistorius das schafft. Also nochmal, ich halte mich zurück. Natürlich habe ich zu Boris Pistorius, der ja heute ein Heimspiel hat, habe ich einen guten Draht. Wir verstehen uns seit Jahren sehr gut. Aber da treten noch andere an, die ich gut kenne, mit denen ich lange zusammenarbeite. Da sind auch Kandidatinnen dabei, die ich jetzt erst kennengelernt habe und die ich sehr positiv finde. Also für mich zählt unterm Strich, die SPD zeigt, wie viele tolle Leute sie in den Reihen hat. Darum geht's. Super. Ja? Herzlichen Dank. Danke.